man dreht sich, so wie im Ringelspiel, na, das ist ja lustig, und man kriegt sicher ein gutes Resultat. Die Innovation liegt darin, dass man auch hier mit einem Tablet misst, dass man wirklich auch auf die Hautstruktur des Fußes eingehen kann. Von der Fußvermessung für Schuheinlagen via Tablet bis hin zur Planung von Kompressionsstrümpfen mittels 3D-Scans. Damit alles sitzt, braucht es Präzision und oft einen Schuss Digitalisierung. Aber auch Menschen, die sich genau mit den neuesten Entwicklungen beschäftigen, besonders im Gesundheitsbereich. Ich muss aus der Fülle der Produkte heraus jetzt genau das herausfinden, was für die Einzelperson, für ihn oder sie passend ist und dann beraten, anleiten. Zunächst müssen die Experten jedoch selbst einmal beraten werden. Handelsagenten wie Erich Trummer übernehmen den Job und stellen immer wieder neue Produkte vor. Was ist heute im Gepäck? Also es sind Heilmittel von Hals beginnend bis zum Fußgelenk. Wir werden ein bisschen Kompression sehen, aber auch postoperative Lymphödem-Versorgungen. Ich betreue in ganz Österreich über 300 Kunden, vorwiegend Sanitätsfachhändler. Wie Familie Krobot. Wir können nicht immer übers Internet lernen, sondern es ist einfach so, was fachlich benötigt wird, was richtig ist, wie die Produkte aufgebaut sind. Das ist für uns wichtig und deswegen brauchen wir die Handelsagenten. Bei diesen ist vor allem reichlich Planungsarbeit gefragt. Handelsagenten sind ja Vermittler von Produzenten zum stationären Fachhändler. Und hier ist es dann natürlich so, dass die Waren Monate im Vorhinein produziert werden müssen. Das ist ja allseits bekannt, Rohstoffmängel, Probleme mit Containertransporten und so weiter. Und dass das gut funktioniert, ist halt auch sehr schwierig. Aber eine Herausforderung, der sich die rund 700 steirischen Handelsagenten auch 2022 stellen werden, in den unterschiedlichsten Branchen.